Einfahrt in den Bundeswehrstützpunkt von Al-Azraq, 100 Kilometer östlich der jordanischen Hauptstadt Amman. Die sogenannte Airbase, der Luftwaffenstützpunkt, ist militärische Sperrzone. 280 Soldatinnen und Soldaten sind hier stationiert, zur Bekämpfung der Terrororganisation Islamischer Staat, IS. Bis Sommer 2017 war die Bundeswehr im türkischen Incirlik präsent. Der Umzug nach Jordanien wurde nötig, weil die Türkei keine Besuche deutscher Politiker erlaubte. In Jordanien ist das kein Problem. Besuch aus der Heimat ist gestattet und erwünscht. Innenminister Lorenz Kaffier kommt vor allem in seiner Eigenschaft als Chef des Verteidigungsausschusses des Bundesrats. Er trifft auf Soldaten und Offiziere, die zumeist schon mehrfach zu Auslandseinsätzen abkommandiert waren. Die Dienstzeit in Al-Azraq 2 bis 4 Monate. Hauptaufgabe: die Absicherung und die technische Begleitung von Aufklärungsflugzeugen der Luftwaffe. Dienst rund um die Uhr im Schichtbetrieb. Aber auch hin und wieder Zeit, um auszuspannen. Ja, die Kameradschaft ist hier sehr groß geschrieben. Hier sind alle nett, freundlich. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Obwohl Frauen ja hier offensichtlich in der Minderheit sind. Ja, wir sind aber stark. Die Bundeswehr hat 4 Tornado-Flugzeuge im Einsatz und ein Tankflugzeug vom Typ Airbus. Nach der technischen Wartung steigen die Tornados an jedem Tag auf und machen Fotos von vermeintlichen IS-Stellungen, von Munitionslagern und Produktionsanlagen für Sprengstoff. Wenige hundert Kilometer weg von hier finden tatsächlich noch offene Feldschlachten statt, in denen Soldaten ihr Leben lassen im Kampf gegen den IS. Und im Irak und auch in großen Teilen Syriens gibt es den IS noch. Der ist jetzt in einer anderen Form des Kampfes unterwegs und das ist mindestens genauso tödlich. Innenminister Kaffier ist, ähnlich wie seine Länderkollegen, nicht das erste Mal in einer Krisenregion unterwegs. Als Innenminister sind wir für die Flüchtlingsfrage zuständig. Wir sind also sowohl für die Aufnahme als auch für die Ablehnung zuständig. Und mir ist immer ganz wichtig in den jeweiligen Stationen, wo Bundeswehr ist, auch wenn Flüchtlingslager vorhanden, Flüchtlingslager mit zu besuchen, um einfach ein Gefühl zu bekommen. Ankunft im Flüchtlingslager von Azraq. Allein 40.000 Menschen aus Syrien leben hier, geflohen vor Krieg, Terror, Hunger. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Kinder. Im Schulunterricht wird versucht, gerade ihnen wenigstens etwas Normalität und Freude zu vermitteln. Ja, manchmal beschweren wir uns auf einem hohen Niveau zu Hause, wenn man so sieht, was andere Länder tun zum Teil. Und deswegen bleibe ich immer dabei, wir müssen mehr Unterstützung vor Ort geben, auch dort, wo sowas getan wird, um einfach für ein Stück Entspannung zu sorgen. Jordanien ist ein kleines Land und nicht gerade reich. Es hat aber 760.000 Flüchtlinge aufgenommen, fast ein Zehntel der eigenen Bevölkerung.